Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mal wieder einem Teil der drei Bücher, die. Und das ist jetzt, glaube ich, der achte Teil, und ich habe mich für die Aufgabe entschieden, die mich dieses Jahr überrascht haben. Im letzten Jahr konntet ihr mir auf Instagram die Aufgaben dazu stellen, und da wäre es wahrscheinlich sogar schon noch ein bisschen leichter gewesen, gegen Ende des Jahres drei Bücher zu finden, die mich überrascht haben. Ich fand das jetzt tatsächlich relativ schwierig, mit diesem Überraschungsfaktor mir für dieses Jahr etwas auszusuchen, weil ich habe zwar schon das ein oder andere Highlight gehabt, allerdings waren die gar nicht so unbedingt überraschend, aber ich habe trotzdem drei Bücher zusammenbekommen. Und ihr dürft mir gerne weitere Aufgaben, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben, und ihr findet die Playlist auch in der Infobox. Also schaut da gerne mal vorbei, welche anderen Bücher ich euch da schon vorgestellt habe. Wir beginnen mit Der letzte Bär von Hannah Gold. Ein Buch, das ich auf meinem Weg in den Urlaub im Januar gehört habe. Und meine Erwartung war gar nicht so hoch. Ich hatte so schon das Gefühl, dass das natürlich ein Umweltbuch ist, dass das hier um den Tier- und Klimaschutz geht. Und dann hat mich dieses Buch aber doch sehr abgeholt, mitgenommen und auch wirklich begeistert, sodass ich schon sage, auch wenn vielleicht zu einem Highlight so ein, zwei kleine Funken gefehlt haben, hat mich die Geschichte wirklich, von April, ihrem Vater, und dem Eisbären, war kein Eisbär, sondern wirklich nur ein Bär, tatsächlich doch sehr mitgenommen. Denn wir sind eben auf der Bäreninsel, irgendwo in der Arktis. Und Aprils Vater wird auf einen Außenposten versetzt, und es gibt dort, wo sie jetzt sind, eben eigentlich keine Bären mehr. Aber April macht sich auf den Weg, erkundet die Insel, ist da unterwegs und trifft eben dann auf einen ausgehungerten Bären. Und den peppelt sie so ein bisschen auf, bekommt eine besondere Verbindung zu ihm, die bestimmt nicht realistisch ist, das möchte ich vordergründig schon sagen. Und versucht dann eben ihn zu den anderen Bären zu bringen, und dass er dann eben doch ein gutes Leben weiterführen kann. Und in diesem Buch, was schon eher für Kinder, ältere Kinder, junge Jugendliche gedacht ist, aber natürlich auch für unser Alter, gar keine Frage, ist sehr eindrücklich davon, wird schon sehr eindrücklich davon berichtet, was der Klimawandel hier eigentlich auf der Erde tut, was es eben mit den Tieren auf sich hat, mit der Natur, mit der Fauna, wie die ganze Umwelt beeinflusst wird. Und das hat Hannah Gold wirklich sehr eindringlich gemacht, ohne es von oben herab zu machen, ohne den Finger irgendwie auf jemanden zu zeigen, sondern einfach nur gezeigt, was wirklich ist. Und das fand ich schon wirklich sehr herzerwärmend. Und ich mochte auch einfach April als Charakter sehr gerne und war auch sehr gerührt zwischen dieser besonderen Freundschaft, die ja natürlich nicht ganz realistisch sein wird, aber ich fand das wirklich schön, wie man April so als besonderes Mädchen gezeigt hat, die einen ganz besonderen Bezug auch einfach zu den Tieren und der Umgebung hat. Und ja, das hat mich wirklich überrascht, wie intensiv es doch in der Kürze der Zeit war, mich auch berührt hat. Und mir auch einfach da nochmal das Gefühl gegeben hat, dass jeder, also auch ich, dafür etwas tun sollten, um eben dafür zu kämpfen, dass die Welt eben noch nicht aufzugeben ist. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Message ist und heute wichtiger denn je. Dann ein Buch, was ich gehört habe und mir dann als echtes Buch auch nachgekauft habe, und zwar Scheiß auf die Glücksfee, ich mach das jetzt selbst, von Claudia Engel, ein Buchtipp einer lieben Freundin. Und ich dachte so ein bisschen bei diesem Buch, ja, ich habe schon das ein oder andere über Manifestieren gelesen und gehört und auch mir Workshops da schon mal so ein bisschen irgendwas im Internet angeguckt und habe eigentlich so gedacht, ja, ist so ein Thema, was ab und an funktioniert, aber irgendwie, ja, konnte es an mancher Stelle vielleicht für mich auch noch nicht so umsetzen. Und dann kam dieses Buch und ich habe mich so im Hören motiviert gefühlt. Ich habe neue Impulse bekommen. Ich habe neue Gedanken dazu bekommen. Ich habe mich wiedergefunden in manchen Themen und in manchen Umsetzungen. Also, dass eben Dinge nicht für alle gleich funktionieren. Und ich habe mich so abgeholt gefühlt und auch so begeistert von dem Vortrag sozusagen von Claudia Engel, die das auch noch selbst gelesen hat, und wie sie einen mitgenommen hat, wie sie Beispiele gebracht hat, wie sie auch einfach aufzeigt, wie man es möglichst nicht macht und wie eben dieses Manifestieren funktioniert, diese Gedanken funktionieren, dass man sich eigentlich die Zukunft schafft, indem man positiv denkt und dass eben alles schon da ist in Hülle und Fülle, und nur wenn man auch diese Hülle und Fülle spürt, dass man dann in diesem Gefühl drin ist, dass man es dann auch anzieht. Und natürlich kann man das als esoterischen Hokuspokus abschütteln, und ja, mag durchaus sein, dass natürlich
manches vielleicht schon, also die Million Euro liegt halt nicht einfach auf der Straße, ne? So würde ich es auch nicht manifestieren, aber ich bin schon davon überzeugt, dass das, was man denkt, was man ausstrahlt, was einem zurückkommt und dass dann eben auch andere Dinge in die Wege geleitet werden, weil man Dinge ausstrahlt und weil man Dinge vielleicht auch konkreter irgendwo sucht, sich damit beschäftigt und dass dann eben schon das Richtige zu einem findet. Und besonders überrascht hat mich an diesem Buch, dass es mir wirklich so wunderbar neue, andere Impulse gegeben hat, mal einen anderen Blickwinkel gegeben hat, womit ich eigentlich gar nicht gerechnet hatte. Und von daher bin ich hier wirklich sehr dankbar für den Buchtipp und war wirklich überrascht, dass dieses Buch noch solche spannenden, neue Ideen, Erkenntnisse für mich in diesem Thema bereitgehalten hat. Und dann ein Buch, da hatte ich auch so ein bisschen ein unsicheres Gefühl, ob das wirklich so meins sein könnte. Und zwar ist es ein kleines Stück von Afrika von Christina Ray. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Der erste Teil heißt auch Aufbruch. Und ich dachte schon, Afrika ist ja so mein Kontinent, da wo ich mich wirklich immer angekommen und zu Hause fühle, egal wo ich da schon unterwegs war. Und ich war schon einige Male in Afrika. Und ich dachte, ja, da könnte schon irgendwie ein gutes Buch dahinter stecken. Aber dass mich das so begeistert und so mitreißt, das hatte ich dann tatsächlich nicht ganz erwartet. Wir sind 1910 und wir treffen auf Ivory und ihre Familie, die in Großbritannien leben. Und eines Tages beschließt der Vater, bevor die Töchter irgendwie größer werden und dann debütieren und Ähnlichem, dass er nochmal Richtung Kenia möchte. Er möchte da auf eine Safari gehen. Und eben seine jüngste Tochter Ivory fährt mit, nicht unbedingt um etwas zu schießen, auch wenn sie da wohl relativ gut drin ist, sondern um eben diese ganze Flora und Fauna und Tierwelt kennenzulernen. Denn sie liebt die Natur, sie liebt die Tiere und so sind wir 1910, 12 eben unterwegs. Man kann sich vorstellen, wie es damals auch noch bezüglich der Rassentrennung, der Kolonialisierungsnachzeit und so weiter eben zwischen England und Kenia war. Und wir verfolgen auch so ein bisschen die Zeit dann bis zum Ersten Weltkrieg und auch die Veränderungen nehmen wir dann eben wahr, auch wie Ivory eben ganz entgegen ihre Herkunft eigentlich unterwegs ist. Und ich fand das wirklich toll gemacht. Ich mochte wirklich diese bildgewaltige Erzählung über Afrika, über die Natur, über die Tiere, was damals eigentlich so ein Tierleben wert war, was man damals schon für den Tierschutz getan hat, wo man eigentlich auch schon die Schwachstellen dann erkannt hat von diesen Safari-Reisen, weil wenn ich eine Safari-Lodge habe, wo die Leute im Jahr so und so viele Tiere töten, dann ist da halt irgendwann auch nichts mehr. Also irgendwie verdirbt man sich das eigene Geschäft. Und diesen Wandel, den Ivory da im Grunde vornimmt in einem fremden Land mit fremden Menschen in einer fremden Umgebung, das fand ich so toll. Ich mochte sie als Protagonistin sehr, sehr gerne. Ich fand, sie war eine starke Frau, die aber nicht dieses kämpferische, ich ziehe wieder einen zynischen Mund Frau, wie man das ja ganz oft leider in Büchern erlebt, bin ich sehr froh, dass man sie anders gezeichnet hat. Sie war wirklich toll unterwegs, ich mochte ihre Art, ich mochte ihr Leben, ihre Geschichte, ich mochte die Wendungen darin und ich habe ganz viel Afrika gespürt. Also es war wirklich toll, wie Musik beschrieben wurde, die Stämme, die Menschen, die Natur, die Tiere, die Lodges und ich förmlich auch Kenia vor mir gesehen habe, auch da war ich schon und ich wirklich dachte, genau, so war es im Grunde 80 Jahre später, als ich dort war, dann halt auch noch. Natürlich anders und aber man konnte die Grundsätze noch so ein bisschen, ich konnte es förmlich riechen und ich fand das richtig, richtig toll. Und es hat mich sehr überrascht, dass mich ein Buch auch einfach in die Vergangenheit von mir selbst sozusagen mitgenommen hat und ich wirklich teilweise einfach mit in Kenia war und es war so schön. Und dabei lag ich ja auf meiner maledivischen Insel am Strand und dachte, aber irgendwie verbindet uns zumindest der Indische Ozean. Und das hat mich wirklich sehr begeistert. Auch die Sprecherin im Hörbuch hat mir gut gefallen und ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil, der ich glaube Ende Juni kommt und hoffe, dass mich das dann auch so überraschend begeistern kann. Und das waren sie jetzt drei Bücher, die mich in diesem Jahr schon überraschen konnten. Ich bin gespannt, ob es bei euch vielleicht auch ein Buch gibt. Würde mich da sehr freuen, wenn wir in den Kommentaren ein bisschen in den Austausch gehen. Wie gesagt, wenn ihr weitere Aufgaben habt, gerne auch in die Kommentare. Dann wird da nach und nach auch immer mal noch ein bisschen was kommen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.